Bei einer Initiation geht es nicht um ein Bündel von Anweisungen. Tatsächlich sind Anweisungen in jedem Initiationsprozess eine Art von Störung. Es ist ein Ärgernis. Ich sage, es ist ein Ärgernis, weil wir geben immer noch Anweisungen, weil die meisten Leute, weil sie heute alle gebildet geworden sind, alles muss man ihnen sagen, weißt du? Oder es muss abgedruckt werden heutzutage. Auch wenn man es ihnen sagt, reicht es nicht aus. Sie wollten ein gedrucktes Blatt, die Unterweisungen der Initiation, weil sie alle gebildet sind. Ihre Köpfe sind voller Worte, nicht voller Leben, zu viele Worte, sodass alles verbal sein muss. Selbst wenn man es sagt, ist es nicht gut genug, man muss es abdrucken. Oder man muss es aufnehmen und ihnen geben, damit sie jedes Mal Kopfhörer aufsetzen und sich die Anweisungen anhören können. Initiation ist kein Bündel aus Worten. Wenn wir eine Analogie verwenden müssen, wenn du etwas über Elektrizität weißt, in elektrischen, du weißt schon, Motoren und allem Möglichen, da gibt es etwas, das man Induktion nennt. Die Energie ist da, der Motor ist da, alles ist da, aber ohne einen Induktionsschalter wird es nicht anlaufen. Alle Komponenten sind vorhanden, aber es wird trotzdem nicht passieren, weil es keine Induktion von Energie gibt. Initiation ist also wie eine Induktion. Du hast alle Komponenten, um meditativ zu sein, aber es geschieht nicht. Warum geschieht es nicht? Denn so ist die Schöpfung selbst geschehen. Wenn man von der traditionellen Erklärung ausgeht, eine Möglichkeit, wenn man von der modernen wissenschaftlichen Auffassung ausgeht, es ist dasselbe in einer anderen Redeweise. Die moderne Wissenschaft spricht davon, wie alles leerer Raum war. Jetzt entfernen sie das Wort leer und sagen, es sei Raum. Es gibt dort keine Körperlichkeit, aber es scheint dort etwas anderes zu geben. Was dieses andere Etwas ist, wissen wir nicht, laut der Wissenschaft. Und heutzutage haben sie Experimente gemacht, bei denen im Vakuumzustand, wenn man eine bestimmte Energie um es herum, nicht in es hinein, sondern um es herum anwendet, plötzlich virtuelle Protonen und virtuelle Neutronen ausströmen. Das bedeutet, die Schöpfung beginnt einfach, weil da Energie drumherum spielt. Es gibt eine schöne Geschichte in der yogischen Tradition. Shiva. Du musst das Wort Shiva verstehen. Shiva bedeutet das, was nicht ist. Eine treffende Beschreibung für Raum. Das, was ist, ist physische Schöpfung. Das, was nicht ist, ist die nicht physische Dimension der Existenz. Shiva bedeutet also das, was nicht ist. Shiva lag da, sein Körper ausgebreitet über den Kosmos. Aber er ist nicht, er existiert nicht, er hat keine physische Manifestation. Dann kam Shakti, eine gewisse Dimension von Energie, und tanzte um ihn herum. Und dann wurde er lebendig. Dann fing er an, Galaxien aus seinem Mund auszuspeien. Dies ist die treffendste Beschreibung dessen, wie die Schöpfung geschehen ist. Immer noch speit es Galaxien, neue Galaxien, es ist ein kontinuierliches Geschehen. Einfach weil eine bestimmte Energie es berührt hat. Alles, was für die Schöpfung nötig war, war bereits in ihm vorhanden, aber er brauchte eine Induktion. Initiation ist also eine Art Induktionsprozess. Aber leider werden Menschen heute, wenn ich sie einfach bitte, nur hier zu sitzen, wir werden Dinge für euch tun, dann werden sie... Nothing happening. Why is he not doing anything? Es passiert nichts. Warum macht er denn gar nichts? Es wird erwartet, dass man etwas sagt. Was also tun? Für diese modernen Zeiten sagen wir eine Menge Dinge. Wir hängen mit euch ab. Wenn du heute in den Dhyanalinga-Tempel gehst und dort sitzt, kannst du ohne Unterweisung meditativ werden. Ich kann das dir gegenüber hier jetzt tun. Wie heißt dieses Mädchen?
Hina? Hina, du bist in Großbritannien. Wenn du gewillt bist, einfach nur da zu sitzen, kann ich das jetzt dir gegenüber tun, wo auch immer du bist. Aber im Moment hast du du bist eine Studentin, immer noch dabei, gebildet zu werden. Vielleicht bist du eine Möglichkeit, nicht vollständig gebildet. Zu viele Worte in deinem Kopf. Das Einzige, was du verstehst, sind Worte. Aus diesem Grund sind Anweisungen gekommen. Andernfalls geht es bei der Initiation nicht um Anweisungen. Es ist wirklich keine Anweisung darin enthalten. Die Initiation ist nur ein Induktionsprozess, es ist ein Energieprozess. Aber wir müssen über Energie reden, weißt du? Wir müssen viel über Energie reden, bevor sie den Mund aufmachen und oh, Appadiya. Tough times for Gurus. Harte Zeiten für Gurus. Too much talking. Zu viel Gerede. If you don't talk, wenn du nicht redest, wird niemand hier sein. Die wenigsten können wirklich verstehen. Wenn wir hier einfach sitzen und widerhallen, werden sie auch hier sitzen und widerhallen. Deren Anzahl ist gering. Nun, in Isha nehmen diese Zahlen zu. Ich brauche nicht viel zu sagen. Aber in der überwiegenden Welt muss man muss reden, reden, reden und reden, mit den Menschen abhängen.